Herzlich willkommen zu Mammutmarsch Trainingsrunde Nummer 2. Es ist Samstagmorgen, 7:15. Extra so früh, weil es heute verdammt warm werden soll. Über 30 Grad sind angesagt und die wollen wir möglichst vermeiden bei den Höhenmetern. Das bedeutet ja hoffentlich dann schon irgendwann um 10, 10:30 vielleicht fertig zu sein. Ja, ich denke, das dürfte klappen. Gut, erste Runde, das Video habt ihr mittlerweile gesehen und es geht heute auf die gleiche Runde. Einfach nochmal zum Höhenmeter trainieren, zum Kondition sammeln. Dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir entweder ein bisschen schneller sind, also vielleicht so eine Minute, oder was dann der Muskelkater hinterher sagt. Wie war es mit dem Muskelkater überhaupt? Ja, war schon. Ich bin sehr witzig gelaufen, sagen wir es so. Sah lustig aus. Aber ich kenne das ja auch von meinen Wanderungen. Nach dann den ersten 1-2 Tagen wird es dann aber besser. Gut, wir werden versuchen, heute wieder so den einen oder anderen Tipp mit reinzugeben und dann im Nachhinein von den Videos, wenn ihr da irgendwelche Fragen in den Kommentaren hinterlasst, die auch in den folgenden Trainingsvideos so ein bisschen mit zu beantworten, damit ihr davon, gerade wenn ihr eben auch in der Vorbereitung seid auf so einen Marsch, vielleicht ein bisschen was davon habt. Willkommen zurück auf unserer Runde. Kilometer 3, irgendwas mittlerweile erreicht. Und wir befinden uns schon wieder in der ersten Steigung. 4-5%. Diese schöne asphaltierte Fläche. Und ja, jetzt machen wir hier hoch. Vorteil heute im Vergleich zur letzten Runde ist, wir sind früh unterwegs. Es ist noch nicht so warm, es hat irgendwas um die 20 Grad. Das macht es ein bisschen leichter. Nicht weniger anstrengend, aber zumindest von der Temperatur her ist es nicht so nervig wie letztes Mal, wo es so warm und schwül war. Ja, wir genießen so ein bisschen die morgendlichen Sonnenstrahlen hier bergauf und versuchen durchzuhalten. Schatz, eine Frage habe ich an dieser Stelle. Was halten Sie von Vorbeilaufszenen? Naja, schon ein bisschen albern. Und damit geht's weiter. Freunde der gepflegten Wanderblase, es ist wieder Kilometer 8 erreicht und wir haben uns heute für einen anderen Pausenplatz entschieden mit ein bisschen mehr Aussicht. Der ist eigentlich nur 3 Meter höher als da, wo wir letztes Mal gesessen sind. Ich glaube wirklich, wenn man hier runterkullern würde, dann würde man genau an der Bank ankommen, wo wir jetzt vorher waren. Gut, aber wie gesagt, 8 Kilometer haben wir. Kurz hier ein bisschen hinhocken. Mal gucken, ob ich die Sarah auch mit drauf kriege. Genau. Und natürlich auch noch ein schönes Schattenplätzchen. Jetzt heißt erstmal wieder ein bisschen was festbauen, ein bisschen Energie aufladen, ein bisschen was trinken, ein bisschen ausruhen und dann geht's weiter. Päuschen läuft bei bestem Ausblick auf das Stuttgarter Tal. Und jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir noch was zu essen hier kriegen. Und da hat die Sarah was Leckeres heute Morgen vorbereitet, nämlich ein wunderbares Toastbrötchen mit Käse und Salami. Ja, heute Morgen wollte ich eigentlich auch was essen, aber es war mir noch zu früh. Also mehr als so ein halbes Marmeladen-Toasti ging noch nicht. Aber dafür habe ich jetzt guten Hunger. Boah, lass mal schmecken, wa? Sühö, Pause ist beendet.
Und wir haben gerade beim schönen Ausblick festgestellt, deswegen drehen wir uns jetzt mal kurz um, damit ihr da auch nochmal hinten einen Blick drauf habt. Yay, wir schaffen das gemeinsam, uns umzudrehen. Geil. Auf jeden Fall da hinten irgendwo. Ich kann es gar nicht genau sehen. Ich glaube, da so ist es irgendwo da. Da ist so eine leichte Erhöhung noch über dem Gipfel drüber. Das ist der Birkenkopf. Und der Parkplatz ist genau dort in der Nähe. Das heißt, wir müssen jetzt in das Tal runter und hinten die ganze Strecke wieder rauf. Wer also Lust auf Höhenmetertraining hat für den Mammutmarsch, ihr wisst, wie das hier funktioniert. Also kann man sagen, was man will. Eine fantastische Aussicht haben wir hier nach wie vor. Das belohnt dann den Aufstieg. Und was man ja auch gerade mal sieht, sind an den Weingärten, die ja hier oben so sind. Ja, da sieht man so, ja, dass hier am 8. September eine Weinwanderung stattfindet, wo die Winzer ihre Weine ausstellen und zur Verkostung feilbieten, wie auch immer, zum Verkauf. Und das ist ja der Sonntag nach dem Megamarsch Stuttgart, den 100 Kilometern von 11 bis 18 Uhr. Mal gucken, vielleicht machen wir das ja noch mal Anschluss, ne? Ihr merkt, wir sind am Schnaufen, denn ein wunderbarer Trainingseffekt hier ist das Friedrich E. Vogt Steffele, wo man vom untersten Ebenchen des Stuttgarter Landes in die Höhen kommt, Richtung Karlshöhe. Ich weiß gar nicht, wie viele Stufen das sind, aber ich würde mal sagen, dreistellig auf jeden Fall, oder? 100 Stufen vielleicht? Denken wir schon. Vielleicht ein bisschen mehr. Auf jeden Fall reicht es, um ins Schwitzen zu kommen. Und man merkt, die Sonne hat schon gewaltig Kraft. Ist eine gute Lösung, dass wir heute Morgen so früh unterwegs sind. Und nicht erst mittags oder nachmittags. Das ist, glaube ich, tödlich mit 30 Grad plus dann hier im Stuttgarter Kessel. Ja, ja, alles gut. So, Freunde. Jetzt in Tempo hier mal hochmarschiert. Hervorragender Ausblick wieder. Wir sind auf der Karlshöhe. So knappe paar Meter über uns ist der Biergarten. Und ja, hervorragende Aussicht. Kann man echt nicht meckern. Ne? Das ist schon richtig, richtig geil. Jo. Ja, wo ist Sarah abgeblieben? Wir haben das für die heutige Runde so abgesprochen, dass ich mal vorhirsche und für mich so ein bisschen das Höhenmetertraining forciere, dass ich mich auch so ein bisschen ans Limit bringe und Sarah natürlich ihr Tempo geht. Und damit es für mich noch ein bisschen extra ist, gehe ich jetzt wieder zurück zu ihr und gehe mit ihr den Rest gemeinsam nochmal hoch. Oh, traumhaft. Geile Aussicht. Und damit sind wir wieder am letzten Aufstieg angekommen, der Hasenbergsteige. Das ist schon ja, wieder ein Brett, wenn man so drauf guckt. Aber wie gesagt, für den Mammutmarsch ist das eigentlich gar nicht so tragisch, weil man nur die Hälfte hoch muss, dann links auf den Blaustrümpferweg abbiegt. Ich nehme euch an der Kreuzung nochmal mit und zeige euch nochmal, wo es da reingeht. Aber wir laufen die natürlich komplett, weil unser Auto steht ganz da hinten oben auf dem Berg. Juhu, toll, oder? Mhm. Freust du dich schon? Ja, auf jeden Fall. Naja, wir ziehen das Ding wieder durch. Vielleicht sogar ein bisschen schneller wie letztes Mal. Mhm. Und ja, da sind wir auch schon am Auto. Das ist ein gutes Ziel. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, heute die Anstiege gehen deutlich schneller schon als letztes Mal. Also ich habe das Gefühl, das geht zügiger von den Füßen. Also ich merke das schon dadurch auch, dass ich ja manchmal so ein bisschen vorlaufe und dann eigentlich wieder zurücklaufen will und feststelle, oh, ist ja schon da. Also von daher, entweder bin ich deutlich langsamer oder da ist jemand deutlich schneller. Ich glaube eher jemand deutlich schneller.
ist das traumhaft. Einfach nur geil. Jetzt haben wir heute mal die Abbiegung gemacht hier Richtung dieses Aussichtsplatzes von der Hasenberganlage. Und wenn wir hier mal so rumswitchen, ich drehe euch mal um, da läuft die Sarah gerade weiter hoch. Erstmal durch den geraden Zaun, wie steil das ist. Also wirklich kontinuierlich, ich würde sagen 1,5 Kilometer, 10-11% Steigung. Genial. Gut, wenn ihr aber hier diesen Aussichtspunkt erreicht habt, dann ist eigentlich von der Hasenbergsteige für den Mammutmarsch nicht mehr viel übrig. Dann geht es schon bald links ab. Also von daher würde ich sagen, ja, ich sehe es schon. Also wenn man jetzt mal so umdreht, da hinten, wo der Weg so die Biege macht, da ist die Abbiegung. Da ist vorbei mit Anstieg erstmal, dann geht es geradeaus. Und auf der Strecke habe ich nur gesehen, weil ich das letzte Mal gesagt habe, es geht nur noch geradeaus und bergunter. Einen kleinen Hubbel hat es noch, kurz vor Ziel. Aber ich glaube, wer das geschafft hat hier, ist auch nichts Tragisches mehr. Weiter geht's. So, also von wegen 10-11%. Da ist der Beweis. 15% Gefälle aus der Richtung oder Steigung. So, jetzt müssen wir noch ein paar Meter gehen in die Richtung. Da hat es nämlich einen Lieferwagen, der genau an der Ecke steht, wo die Steige zu Ende ist und es wieder gerade geht. Das sehen wir immer schon von weit und markiert sozusagen den Motivationszielpunkt. Und damit ist in diesem Moment die Hasenbergsteige bezwungen und somit auch sämtliche Höhenmeter der Strecke. Herzlichen Glückwunsch! Ja, auf jeden Fall, von daher und so weiter und so fort, heißt das jetzt die letzten 800 Meterchen nur noch geradeaus ein bisschen auslaufen bis zum Auto. Und ich glaube, wettertechnisch hat es jetzt auch schon so um die 26 Grad, zeigt Komoot an. Wir laufen immer noch größtenteils im Schatten, das ist relativ angenehm. In der Sonne ist schon nicht schlecht warm. Gute Entscheidung gewesen, früh loszugehen. Damit sind wir schon wieder auf den letzten Metern jetzt. Vielleicht noch 100, 200. Wir sehen den Parkplatz schon durch das Geäst. Und wir haben festgestellt, wir sind zügiger gewesen als vor einer Woche. Wir haben letzte Woche 2 Stunden und 47 Minuten in Bewegung gebraucht für die Strecke. Und sind jetzt circa, wenn wir da sein werden, wahrscheinlich 10-15 Minuten früher da. Genauer sehen wir das dann, wenn wir die Strecke stoppen. Aber auf jeden Fall schon bemerkbar. Und ich glaube, man merkt durchaus durch kontinuierliche Wiederholung und immer wieder dranbleiben, dass man etwas mehr Kondition aufbaut und die Muskulatur besser mitmacht. Also von daher kann ich nur empfehlen, geht regelmäßig los. Nicht nur einmal und das alle 4 Wochen, das hilft nicht so wirklich. Sondern ja, zumindest einmal die Woche solltet ihr schon auf die Strecke gehen und was wegwandern, wenn ihr in Form kommen wollt. Genau, wir müssen auch mal rumhalten, dass wir nicht mehr. Ja, genau. Und wenn wir nachher gleich wieder am Auto sind, da haben wir es ein bisschen leiser, hoffe ich, ein bisschen weniger viel Verkehr, dann haben wir bestimmt auch noch mal die Möglichkeit für ein Fazit, wie es denn heute so gelaufen ist. Damit sind wir jetzt am Parkplatz wieder angekommen, stehen neben dem Auto und wie versprochen gibt es natürlich noch ein kleines Fazit unserer Trainierenden auf die 30 Kilometer Mammutmarsch. Wie lief es denn heute? Auf jeden Fall besser, hat man gut gemerkt, auch vom Schnaufen her, vom Berg hoch, ging schon schneller. Ja, es steigert sich, also einmal die Woche ist schon gut, so eine Runde zu drehen, genau. Und wir haben die Runde diesmal in 2 Stunden 32 reiner Laufzeit beendet, statt letzter Woche 2 Stunden 47. Ja. Also man sieht auch den Erfolg. Genau. Genauso weiter. Und damit, glaube ich, ist dann Zeit, dass wir uns verabschieden, oder? Ja. Ja, also wie letztes Mal auch, zusammen. Okay. 3, 2, 1, wir sind raus.